Was zum Geier machte nun diese vier Kollegen hier so besonders, speziell, stark und ein Stück weit auch schwer verständlich für Anfänger, ihren Einsatz genau zu verstehen? Nun, wir haben ja im ersten Video besprochen, anhand von einer Farbe, wie die Wertigkeit der Karten untereinander ist. Und wir haben auch besprochen, dass eine von den vier Farben Kreuz, Pik, Herz, Karo Trumpf wird, also stärker ist als alle anderen Farben, denn nur mit dieser Farbe lässt sich ein Farbwechsel quasi erzwingen. Das heißt, wenn der Spieler hier etwa Karo Ass ausspielt und wir haben hier kein Karo, mit einem kleinen Trumpf können wir diesen Stich und die wertvollen Augen gewinnen. So, und die vier Buben nun sind immer Trümpfe, und zwar nicht irgendwelche Trümpfe, sondern auch die stärksten Trümpfe, und zwar in der ganz fest definierten Reihenfolge. Der Kreuzbube ist immer die Nummer 1, auch genannt der Alte oder der Steuermann. Es ist immer der höchste Trumpf, gefolgt vom Pikbuben, gefolgt vom Herzbuben, gefolgt vom Karobuben, und erst dann folgen die anderen Trümpfe der jeweiligen Farbe. Das bedeutet, wenn also Kreuz Trumpf ist, haben wir genau 11 Trümpfe im Spiel in dieser Reihenfolge: Kreuz Bube vor Pik vor Herz vor Karo Bube. Das müsst ihr euch merken. Und es ist ein Stück weit auch ganz gut, denn ansonsten wäre das Trumpf Ass schon sehr mächtig. Es zählt ja bereits 11 Augen, ist also sehr wertig und wäre dann auch noch der höchste Trumpf. So ist die Macht des Trumpf Asses ein wenig relativiert, denn die vier Buben können durchaus das Trumpf Ass auch bedrohen oder einsammeln, überstechen, aber sie sind selber dann wenigstens nur 2 Augen wert. Also, auch wenn sie nur 2 Augen wert sind, sehr wertvoll, weil es einfach die stärksten Trümpfe sind. Ich nehme jetzt einfach mal die Figuren kurz vom Tisch und decke die anderen Farben mit auf, um es noch klarer zu machen. So, dann haben wir jetzt das gesamte Spielmaterial auf dem Board, und wenn eben Kreuztrumpf ist, das sind die Trümpfe. Wenn Piktrumpf ist, dann sind erneut die vier Buben die höchsten Trümpfe, gefolgt dann von der Pik-Reihe. Bei Herz sind das unsere 11 Trümpfe und bei Karo sind dieses unsere 11 Trümpfe. Und das ist besonders wichtig in Kombination mit der Bedienregel. Wenn etwa Herz auf den Tisch kommt, dann darf ich nicht notwendigerweise den Herzbuben legen, denn wenn eben Karo Trumpf ist, dann ist das gar kein Herz, sondern dann ist das ein Trumpf. Und das mache ich jetzt einfach mal dadurch deutlich. Ich habe hier was vorbereitet in Form von solchen kleinen Aufklebern, dass ich einfach mal hier die Chamäleon-Funktion dieser Buben ein bisschen deutlicher mache, indem ich ihr Symbol einfach überklebe. Das ist in dem Moment nämlich gar kein Kreuz, sondern es ist einfach nur die Nummer 1, der höchste Trumpf. Beim Pik-Buben ist es das Gleiche. Der hat gar nicht mehr die Bedeutung eines Pik, sondern man muss einfach wissen, das ist die Nummer 2, der zweithöchste Trumpf. Und entsprechend geht es so weiter. Also, da haben wir immer die ersten vier höchsten Trümpfe. Ich räume jetzt auch schon mal die Karos, die Herzen, die Piken wieder ab. Und wir lassen jetzt einfach mal als Cheat-Deck quasi mal eine Trumpfreihe liegen. Wenn dann eben Kreuz Trumpf ist, dann handelt es sich bei dem Kreuz Ass um den fünfthöchsten Trumpf. Da gebe ich ihm mal eine kleine 5 und so weiter. So, da haben wir es. Eine Trumpfreihe am Beispiel Kreuz. Wichtig zu wissen: Nummer 1, 2, 3, 4. So gesehen, man muss schon noch erkennen, dass das hier der Kreuzbube ist, aber man darf ihn in dem Zusammenhang nicht als Kreuzkarte interpretieren, sondern als Trumpfkarte. Das Ass ist dann erst der fünfthöchste Trumpf und dann geht es weiter. Farbspiele verfügen also über 11 Trümpfe mit genau dieser Reihenfolge. Und warum das so wichtig ist, warum ich euch das mal so deutlich aufgeklebt habe, das werdet ihr dann auch im nächsten Video übers Reizen noch zu schätzen wissen. Jetzt machen wir aber erstmal mit dem kompletten Deck.
und den kompletten Trümpfen eine weitere Probepartie. Und dafür habe ich hier ein neues Deck bereitgelegt, was wir jetzt gemeinsam auch auspacken werden. Es sind die guten Ass-Altenburger Karten, die würde ich euch selbstverständlich empfehlen. Wir werden wieder drei Spieler sein und wir werden jetzt mal feierlich dieses neue Deck auspacken und die Karten an drei Spieler verteilen. Es knistert noch so schön. Es sind die großen Karten, damit wir sie hier im Video besser erkennen können. Die Buben machen jetzt auch mit. Es sind also alle Karten im Spiel. Und jetzt kommt ja mal die eine Frage, wie verteilt man eigentlich 32 Karten gleichmäßig an drei Spieler? Ich würde mal sagen, für diese eine Proberunde, bevor ich die nächsten Regeln dazufüge, legen wir einfach mal zwei Karten zur Seite. Ich drehe einfach mal die untersten beiden um und das, was hier jetzt liegt, das ist dann einfach mal Trumpf. Also wir haben zufällig Pik als Trumpf bestimmt und jetzt sind noch für jeden 10 Karten da, die ich jetzt nach einem gewissen Schema, das ihr euch auch schon mal merken könnt, verteilt. Verteile nämlich 3. Dann folgen 4. Und dann noch einmal 3. So, jeder Spieler nimmt jetzt wieder seine Karten in die Hand, sortiert. Und da kann man jetzt schon sehen, die Buben sortiere ich direkt bei den Trümpfen mit ein. Also hier Karo, Bube, Ass und König, das sind hier die Trümpfe. Und ansonsten kann man sagen, ja, noch nicht so richtig gut gemischt, der Spieler hier, der auch gleich in Vorhand sitzt, der hat sehr gute Karten, der hat jedenfalls alle Asse abbekommen. Und natürlich die Asse und die Buben, das sind die wertvollsten Karten im Spiel. So, hier gibt es einen kleinen Bubenauflauf, auch sehr wertvoll. Mit anderen Worten, auch diese Karten lege ich hier einfach schon mal separat, denn das sind jetzt nicht eine Mischung aus verschiedenen Farben, sondern das sind einfach unsere 4 Trümpfe. 1, 2, 3 und 4. Die 10 ist zwar nur der sechsthöchste, aber in Kombination mit den anderen Buben auch besonders wertvoll. Und insofern ist es auch hier schon schön und interessant zu sehen, der Spieler hat gar kein Kreuz in der Hand. Ja, Kreuz Bube, aber das ist ja kein Kreuz, das ist ja nur ein hoher Trumpf und ansonsten eben nur Herz und Karo. Und der dritte Spieler hat nun wirklich hier bei meiner groben Mischung nicht besonders doll was abbekommen. Er hat zwar 3 Trümpfe, aber die allerkleinsten und auch sonst alle Farben mit. Dieses kleine Experiment oder dieses Probesetting, das kann ich euch auch einmal empfehlen, um das einmal in den Kopf zu bekommen. Jetzt nur mal angenommen, der Spieler hier startet das Spiel mit Karo Ass, er zieht einfach ein Ass. Es muss bedient werden, auch dieser Spieler muss eine von seinen 2 Karo-Karten legen, das ist ganz einfach die Bedienregel. So, zieht der Spieler jetzt hier aber etwa den Karo Buben, dann hat er jetzt nicht Karo gefordert, sondern er hat Trumpf gefordert, denn der Karo Bube ist Teil der Trumpfreihe. In dem Fall ist Pik Trumpf, das heißt, der Spieler hier kann jetzt einen dieser 3 Buben legen oder die Pik 10. Aus taktischer Sicht ist die Pik 10 natürlich nicht so schlau, denn er weiß ja selber, weil er die 3 anderen Buben hat, die höheren Buben, dass er dann den Stich auf jeden Fall verliert und oder der andere Spieler ihn bekommt. Also er ist gut beraten, mitzunehmen. Mit dem Herzbuben jetzt zeigt sich die Wichtigkeit, einmal verstanden zu haben, dass es da und gelernt zu haben, dass es da eine feste Reihenfolge gibt. Der Karo-Bube ist nun mal nur die Nummer 4, der Herz-Bube ist die Nummer 3 und der Spieler weiß jetzt schon, dass er den Stich machen wird, denn er hat ja auch noch die beiden oberen Trümpfe. So, und obwohl jetzt hier 2 rote Karten auf dem Tisch liegen, ist der dritte Spieler eben per Bedienregel verpflichtet, eine seiner 3 Trümpfe zu legen, denn dort liegt weder Karo noch Herz, sondern da liegt Trumpf auf dem Tisch, also ist Trumpf gefordert, er wird entsprechend eine Trumpfkarte dazu tun müssen. Der Spieler hier gewinnt den Stich und vielleicht ist er sogar aufgrund seiner Bubenstärke, seiner Trumpfstärke, ja, dabei einfach mal selber Trumpf weiterzuziehen mit dem großen Buben hinterher, denn dann wird er in dem Fall noch nur den Trumpfkönig bekommen, aber bei der schönen gleichmäßigen Verteilung, wenn er jetzt noch ein weiteres Mal zieht, wird er mit dem Pik-Buben, mit dem zweithöchsten Trumpf, sogar das Pik-Ass, das Trumpf-Ass erobern und ja, damit
sind 11 Augen bei ihm. So, nun würde er möglicherweise hier mal Herz spielen, in der Hoffnung, das Herz Ass rauszulocken, denn er ist jetzt der einzige Spieler, der überhaupt noch Trumpf über hat. Es sind zwar erst 9 Trümpfe gefallen, das ist der 10. in unserem Setting, ist allerdings ein Trumpf ja hier am Rand. Das gilt es zu berücksichtigen. Und nachdem der Spieler hier Herz mit dem König bedient, hat Spieler vorne jetzt die Auswahl Herz Dame oder Herz Ass. Ja, sagen wir mal einfach, er nimmt das Herz Ass, bekommt den Stich mit 15 Augen, zieht jetzt das Kreuz Ass, weil er den nächsten Stich machen möchte, und dann schlägt die Stunde von dem Spieler hier in Mittelhand. Er hat kein Kreuz und kann jetzt mit der Trumpf 10 einstechen. Wenn er noch einen Buben hätte, könnte er eben auch mit einem Buben stechen. Es ist eben hier gar keine Pikfarbe, sondern es ist Trumpf. Ich weiß, ich wiederhole mich, dennoch, das ist hier die Essenz, das ist das Wichtige, einmal zu verstehen, dass die Trümpfe quasi eine eigene Kategorie sind, innerhalb dieser Kategorie die Bedienregel eben auch zieht. Gut, nun könnt ihr mal im gleichen Setting ein paar Runden spielen. Jeder sammelt seine Stiche, es werden hinterher, nachdem alle 10 Stiche gespielt sind, werden die Augen gezählt in den Stichen, also dieser Stich hier etwa wäre 13 Augen wert, 11 für das Ass, 0 für die 8, 2 für den Buben und so weiter, und dann wird der Sieger einmal ermittelt. Kommen wir jetzt zu zwei weiteren Regeln, und dann seid ihr nämlich schon ganz dicht am Skatspiel dran. Tatsächlich werden beim Skat nicht Karten aussortiert, sondern es spielen alle 32 Karten mit. Und die zwei Karten, die ich in dem ersten Beispiel eben einfach so lax mal zur Seite aus dem Spiel genommen habe, die spielen beim echten Skat natürlich mit. Und zwar ist es so, dass verteilt wird 3, 3, 3, und dann kommen zwei Karten, der sogenannte Skat, in die Mitte des Tisches. Die gehören noch niemandem, die werden aber später jemandem gehören. Jetzt werden die nächsten Karten verteilt, 4 für jeden und dann nochmal 3, sodass jetzt jeder Spieler 10 Karten hat und 2 liegen in der Mitte, der sogenannte Skat, der dem Spiel auch seinen Namen gibt. So, und jetzt ist es so, das habt ihr vielleicht in den Proberunden auch schon mal rausbekommen, meistens hat ein Spieler irgendwie ein bisschen bessere Karten, und da ist schon im Vorwege deutlich zu erkennen, aha, der hat viele Asse, Zehner, Buben oder so, der wird wahrscheinlich hier das Rennen machen, dann werden die Stiche gespielt, und wenn hinterher gezählt wird, stellt sich raus, ja, der, der die meisten Asse hat, ne, der hat tatsächlich jetzt auch die meisten Punkte, der hat gewonnen. Und da kommt jetzt das nächste Prinzip von Skat. Es muss immer derjenige, der die besten Karten hat, üblicherweise alleine gegen die beiden anderen spielen. Also es wird eine Teamstellung hergestellt, die dann auch jedes Mal wechselt. Also wer im Prinzip die beste Karte, die meisten Buben und Asse hat, der tritt an gegen die beiden anderen zusammen und ist dann verpflichtet, ein Auge mehr als die Hälfte der im Spiel befindlichen Punkte zu machen. Mit 61 Augen gewinnt der Alleinspieler, wie er heißt, gegen die Gegenpartei. Die Gegenspieler oder Gegenpartei, denen reichen schon 60 Augen, genau die Hälfte, um das Spiel des Alleinspielers zu schlagen. So, hört sich jetzt erstmal ein bisschen fies an. Moment mal, einer gegen zwei, ist das gerecht? Warum sollte ich überhaupt alleine antreten? Nun, der alleine spielt, darf erstens den Skat bekommen. Er nimmt also den Skat auf, kann schauen und mit Glück findet er eine gute Karte, wie zum Beispiel ein Ass. Mit ganz viel Glück findet er sogar zwei gute Karten. Asse und Buben sind sehr begehrt. Diese Karten nimmt er zusätzlich in seine Hand, verbessert damit sein Blatt, kann zwei nicht so passende Karten wegdrücken, gerne gesehen eine ganze Farbe, die Karten einer Farbe wegzudrücken, damit diese Farbe dann später gestochen werden kann. Und final darf der Alleinspieler auch den Trumpf bestimmen. Das heißt, je nachdem, wie viele Karten von einer Farbe und Buben der Alleinspieler hat, würde er in dem Fall zum Beispiel sagen, hey, Moment mal, ich habe ja jetzt hier die Hand voll
kreuzen, dann machen wir Kreuz zu Trumpf und damit bekommt der Alleinspieler eine ganze Menge Power, der bekommt eine ganze Menge Kraft und Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten auf das Spiel. Er wird die meisten von seinen Spielen gewinnen, wenn er denn eben wirklich nur dann diese Rolle sucht und annimmt, wenn er wirklich die stärksten Karten hat. Deswegen ist tatsächlich diese Alleinspielerrolle sehr begehrt. Und wie man jetzt tatsächlich wirklich den Alleinspieler bestimmt, das erfahrt ihr im nächsten Video. Bis dahin, Empfehlung, probt nochmal ein paar trockene Runden in genau dem genannten Setting und niemals vergessen, das hier sind nicht Kreuz, Pik, Herz und Karo, sondern Trumpf 1, Trumpf 2, Trumpf 3, Trumpf 4, gefolgt erst dann von der Trumpfreihe. Ihr seid jetzt schon verdammt weit, wenn ihr hier ein bisschen trocken geschwommen habt. Ich würde mal sagen, den Point of No Return habt ihr längst überschritten. Das Wichtigste habt ihr schon gelernt, hoffentlich bald verstanden. Und dann können wir jetzt den Sack zumachen mit dem nächsten Video über das Reizen.